Halleluja, Gerrenkirche. Wir sind heute hier, um euch die wunderbarste Botschaft der Welt zu verkündigen. Es ist die einzige Botschaft, die sinnliche Botschaft zu uns rettet. Nämlich, dass Gott uns liebt. Hamza, ja, was ist das? Gott Mensch geworden ist vor 2000 Jahren, um für unsere Sünden zu sterben. Menschen auf der Welt irren umher, weil sie suchen Liebe, sie suchen Wertschätzung, aber sie werden letztendlich immer wieder enttäuscht. Menschen feiern zwar Weihnachten, wollen aber von Jesus nichts wissen. Sie gehen zwar in der Kirche, doch ihre Herzen sind leer. Sie suchen nach Liebe, doch landen immer wieder in Ketten der Angst. Und dazu ist Jesus Christus vor 2000 Jahren gekommen. Er, der Mensch Gott, echter Mensch und echter Gott, erlebte ein sinnloses Leben. Er erfüllte das ganze Gesetz. Er starb anstelle der Sünder. Und das ist, was er wollte. Er erfuhr den ganzen Zorn Gottes über sich, anstelle derer, die ihn glauben. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Satan besiegt. Er hat die Sünde und die Hölle besiegt. Und er regiert im Himmel mit Macht. Und er kommt wieder. Er vergibt Schuld. Er heilt zerbrochene Herzen. Und lässt die von den Toten auferstehen, die an ihn glauben. Amen. Eine bessere Botschaft findest du nirgends. Gott möchte nicht, dass du religiös wirst, weil Religiosität kann dich nicht retten. Die Kirche da hinten, die kann dich nicht retten. Der Papst im Vatikan, er kann dich nicht retten. Buddha kann dich nicht retten. Mohammed kann dich nicht retten. Allah kann dich nicht retten. Allein Jesus Christus. Denn es ist den Menschen kein anderer Name gegeben zur Errettung, außer den Namen, den wir empfangen haben. Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Alle anderen Menschen oder Religionsstifter sind letztendlich tot. Krishna ist geboren, lebte und starb. Mohammed ist geboren, lebte und starb. Papst, viele Päpste sind geboren, lebten und starben. Aber bei Jesus Christus ist das anders. Er starb, ja. Aber er ist am dritten Tag auferstanden. Halleluja! Und er lebt, Halleluja! Er hat den Tod besiegt. Er macht dein Ende. Ein Ende. Du brauchst Jesus. Du brauchst Liebe. Du brauchst Heilung. Die Dämonen können dich nicht weiterhelfen, liebe Frau. So viel Hass in ihren Herzen passiert nur, wenn man Jesus Christus nicht annimmt. Weil Jesus ist die wahre Liebe. Jesus ist die Liebe, die uns alle erleuchtet, die uns alle erfüllt, die uns durchströmt, wenn wir es nicht zulassen, wenn wir ihn annehmen, wenn wir letztendlich an ihm vorbeilaufen, dann laufen wir an unser wahres Leben vorbei. Dann sterben wir, dann sind wir tot. Und auf dieser Hölle gibt es kein Entrinnen. Salim, wenn du glaubst, dass diese Welt immer schlimmer wird, lass mich dir eins sagen, die Welt wird schlimmer, ja, aber die Hölle ist am schlimmsten. Die Hölle, da kommst du nicht mehr raus. Deswegen, wenn du, solange du noch Leben in dir hast, solange du Atem in dir hast, kannst du dich für den Herrn Jesus Christus entscheiden. Und er macht ein Ende, ein Ende. Nicht Religiosität, nicht die Kirche, nicht Mohammed, nicht der Islam, nicht die katholische Kirche. Sie führen alle nur Kriege und nennen das Heilerkrieg. Doch letztendlich ist am Krieg nichts heilig. Aber Jesus möchte nicht, dass du stirbst. In der Bibel heißt es, Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe. Willst du leben, mein Freund? Willst du leben, dann brauchst du Jesus Christus. Willst du Heilung in deinem Herzen, dann brauchst du Jesus Christus. Willst du Hoffnung in dein Leben, dann brauchst du Jesus Christus. Weil Jesus Christus macht dein Ende ein Ende. Jesus Christus
all, was in dir zerbrochen wurde, was Menschen verletzt haben, wo Menschen dich enttäuscht haben, dort möchte Gott dich heilen. Doch du musst dein Herz öffnen und sagen, Herr, komm in mein Leben, komm in mein Herz, ich brauche dich. Mehr bedarf es doch gar nicht. Du musst nicht in der Kirche gehen, um fromm zu sein oder geliebt zu werden. Nein, du musst nur dein Herz öffnen. Und der Herr Jesus Christus, er klopft an unsere Herzenstür. Öffne ihm dein Herz. Die Bibel ist wahr. Liebe ganzen Kirchner, die Bibel ist wahr. 3682 erfüllte Prophezeiungen hat diese Bibel, wo die Menschen sagen, es ist ein Märchen. Doch niemand stirbt für Rotkäppchen oder Flaschenpulle. Und jährlich sterben 2000 Christen aufgrund ihres Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Aufgrund, weil sie ihn erfahren haben, weil sie ihn lieben. Und die Welt, der Teufel, der Satan, sie versucht, diese Wahrheit zu zerstören. Aber die Wahrheit lässt sich nicht zerstören. Die Wahrheit ist auferstanden. Die Wahrheit ist keine Philosophie. Die Wahrheit ist kein Denken. Die Wahrheit ist keine Religion. Die Wahrheit ist nur eine Person. Und sein Name ist Jesus Christus. Halleluja! Denn er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater in den Himmel, außer durch Jesus Christus. Wo willst du hingehen? Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht dein Plan aus für die Ewigkeit? Geist und Seele leben ewig. Doch wo willst du diese Ewigkeit verbringen? Du hast nur zwei Wege. Entweder in den Himmel und da kommst du ausschließlich nur durch Jesus Christus. Nicht durch die Kirche, nicht durch den Papst, sondern nur durch Jesus Christus. Oder der zweite Weg. Und ich glaube, da will wirklich niemand hin. Das ist die Hölle. Dort, wo das Feuer nicht licht und der Wurm nicht zählt. Das ist die Hölle. Und dort landen wir alle hin, wenn wir Jesus Christus nicht unser Herz gegeben haben. Willst du verloren gehen? Nein, willst du nicht. Gott will es auch nicht. Denn Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern zur Umkehr und Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder anders gesagt, so sehr hat Gott dich geliebt, dich geliebt, dich geliebt, dich geliebt. Dass er das teuerste hingegeben hat, was er hatte, seinen liebenden Sohn Jesus Christus. Amen. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sind doch alle Geschöpfe Gottes. Aber Kinder Gottes werden wir nur durch Jesus Christus. Nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed, nicht durch Allah, allein durch Jesus Christus. Amen. Der an seinen Namen glaubt, sagt die Bibel. Denen gibt er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Nicht aus menschlichen Wollen, sondern aus Geborenheit von oben. Durch den Herrn Jesus Christus. Liebe Menschen, geht nicht an Jesus Christus vorbei. Wenn du glaubst, dass die Bibel falsch ist, dann fordere ich dich heraus und sage, Gott, offenbare mir dich. Es antwortet kein Buddha. Es antwortet keine Maria, es antwortet kein Spekulatius, kein Allah, sondern Jesus Christus. Amen. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der König der Könige. Er ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Durch sein eigenes Wort, durch sein eigenes Wort hat er den Tod besiegt. Den Teufel entmachtet. Er hat uns einen Weg geebnet, um in den Himmelreich hineinzukommen. Durch das Kreuz. Das Kreuz ist der große Beweis für die große Tiefe Übles, Böshaftigkeit der Sünde. Aber das Kreuz ist auch der Beweis für die große Liebe Gottes, die Gott für seine gefallene Schöpfung hat. Und das Kreuz symbolisiert immer noch die offenen Arme Gottes. Willst du verloren gehen?
Ich nicht. Er nicht. Er nicht. Wir wollen nicht verloren gehen. Wir wollen auch nicht, dass ihr verloren geht. Dass ihr wieder Leben erfahrt. Durch Jesus Christus. Doch viele Menschen laufen wie bei Harry Potter hinterher. Der Herr der Ringe. Aber das sind diese Menschen, die glauben, dass die Bibel ein Märchen ist. Dabei hat die Bibel 3682 erfüllte Prophezeiungen. Die Bibel verändert tagtäglich Menschen. Sie verändert Herzen. Die Bibel ist die einzigste Botschaft auf dieser Welt, die Sinn macht. Die einzigste Botschaft, die dich retten kann. Nicht der Talmud, nicht der Koran, nicht das Buch der Mormonen, nicht das Buch der Zeugen Jehovas. Alles menschengemachte Religionen. Aber Gott will nicht, dass du religiös wirst. Er will dein Herz. Und Jesus möchte eine Beziehung zu dir haben. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben. Denn Liebe will wieder geliebt werden. Und Gott ist die Liebe. Gott ist der Weg. Gott ist die Wahrheit. Gott ist das Leben. Und Gott ist Jesus Christus. Sonst kein anderer. Kein anderer. Alle anderen Religionsstifter wollten Gott spielen. Mohammed wollte Gott sein. Napoleon wollte Gott sein. Er wollte Gott spielen. Aber Gott wollte lieber Mensch werden, um an deiner Stelle zu sterben. Er wurde Mensch mit dem Namen Jesus Christus. Er lebte ein sündloses Leben. Er erfüllte das ganze Gesetz. Und er starb an deiner Stelle, obwohl wir es verdient haben. Er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. Weil er dich liebt. Weil er dich bedingungslos liebt. Komm doch heute. Wenn du nicht weißt, wie. Wenn du nicht weißt, wie. Dann schließ deine Augen. Schließ deine Augen und bete mit mir. Herr Jesus Christus. Ich komme vor deinen Thron. So wie ich bin. Mit all meinen Problemen. Mit all meiner Schuld. Mit all meinen Krankheiten, mit all meinen Sünden. Ich weiß, dass du mich dennoch liebst. Deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung. Komm, Herr Jesus, komm tief in mein Leben. Ich brauche dich. Wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und nehme dich als meinen Herrn, als meinen Erlöser, als meinen Gott an. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich jetzt mit meinem Mund bekenne. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, Gott in Person und dir alle Macht gegeben ist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist und lebst. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du mir vergeben hast, dass ich dein Kind sein darf, dass du mich reingewaschen hast, dass mein Name in deinem Buch des ewigen Lebens geschrieben steht. Sende mir den Heiligen Geist, der mich führt und leitet. In Jesus mächtigen Namen. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, ob leise oder aus dem Herzen raus, dann bist du ein Kind Gottes. Dann möchte ich dir gratulieren. Dann hast du das ewige Leben in Jesus Christus erfangen. Komm noch heute, so wie du bist, und lauf nicht an den Herrn Jesus Christus vorbei. Er ist da mit offenen Armen und reicht dir jeden Tag seine Hand. Und wir brauchen Jesus. Weil wir schuldig sind. Dennis. Weil wir voller Sünde sind. Weil wir meinen, leben zu können. Aus eigener Kraft.